Also ich hatte da von Anfang an keinen Bock drauf. Ja, es geht um einen Testlauf, den ich machen sollte, musste, weil in der nächsten Woche beginnt mein offizieller Trainingsplan zum Rennsteiglauf. Ich habe ja diesmal nicht die Trainingspläne von der TC, sondern von Michael Arendt Training oder Two Peaks Endurance oder keine Ahnung, wie die heißen, ja, runtergeladen von Training Peaks oder gekauft. Und da steht halt der Hinweis drin, ja, mache einen Testlauf, und der Vorschlag war hier 45 Minuten zu laufen, ja, so schnell man kann, möglichst konstant natürlich, und dann den Mittelwert von Puls, Pace und eventuell auch Wattwerten von den Minuten 10 bis 30 zu nehmen und die sozusagen als, ja, Schwellenwerte zu haben und daran dann das komplette Training für die Zukunft auszurichten. Ja, also ehrlich gesagt, mir war schon von Anfang an klar, 45 Minuten habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich auch immer schon vorher überlegt, mache ich so einen Stride-Test, also das gibt ja verschiedene Möglichkeiten. 3 Minuten All-Out, 9 Minuten so schnell wie möglich und so weiter, und daraus dann die Werte zu errechnen. Beziehungsweise beim Stride oder im Power Center ist es ja so, dass man auch sich durch kontinuierliche Laufe eigentlich dann die Critical Power errechnen lassen kann. Aber da muss man halt auch die entsprechenden Läufe machen, und ich hatte in letzter Zeit halt ja nicht mehr so intensive Dinger, vor allem auch nicht so, ja, so mittellange Läufe. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ewig lang hin und her überlegt, und dann habe ich mich entschieden, ach komm, ich mache jetzt einfach einen Lauf, ungefähr 20 Minuten, ja, 5 Kilometer ungefähr. Habe mich ein bisschen aufgewärmt, habe vorher noch 2 schnelle kurze Abschnitte gemacht, um auch zu gucken, was ist denn eigentlich so, ja, meine maximale Geschwindigkeit und welche Werte kommen dabei raus von den Wattzahlen. Ja, und dann nach dem Einlaufen bin ich halt losgelaufen. Wie gesagt, anvisiert waren 20 Minuten. Aber mir waren dann schon nach ein paar Minuten klar, so, ah nee, ich habe einfach keine Lust und ich will mich nicht so quälen. Und dann dachte ich mir, ich laufe einfach, solange ich kann, ungefähr in dem Tempo, was ich angeschlagen habe. Das war eine 404er Pace. Es war am Anfang ein bisschen langsamer. Ich glaube, ich habe da noch mal ein bisschen hochgezogen. Und ja, ihr seht ganz schön, wenn ihr euch den Graphen anguckt, wie auch hier Wattwerte und Geschwindigkeitswerte miteinander korrelieren, dann sieht man halt sehr gut, dass da, wo halt leichte Anstiege sind, ich dann intuitiv auch schon ein bisschen runtergegangen bin von dem, was ich an Leistung bringen will. Und ihr seht, dass dann halt die Pace noch stärker runtergeht, obwohl ich langsamer gelaufen bin, die Wattzahl sich erhöht. Und das ist dann, denke ich mal, wenn ich dann mehr im hügeligen Gelände laufe, doch eine bessere Orientierung, als nach Pace zu laufen, beziehungsweise einfach das Gefühl einzuschalten. Ja, und das dann zu machen. So, ich bin gelaufen und irgendwann war klar, wie viel schaffe ich? Schaffe ich 5 Kilometer? Oder ja, höre ich nach 12 Minuten auf? Oder dann habe ich gesagt, nee, komm, eigentlich, ich kann ja auch noch ein bisschen, und habe mich dann gezwungen, auf die 15 Minuten das voll zu laufen. Und habe jetzt natürlich nicht genau die Werte, die ich jetzt für diesen Testlauf haben könnte, aber habe die jetzt mal hochgerechnet. Es ist dann so, dass in dem Trainingsplan ist ein Link zu einem Excel-Sheet, wo man halt die Werte eintragen kann. Ja, ich habe probiert, dann eben von 5 Kilometer auf die längere Distanz hochzurechnen. Ob das jetzt genau stimmt, weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte natürlich in einem Wettkampf auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr gegeben oder länger durchgehalten. Ich hatte auch im Vorfeld echt noch mal geguckt, gibt es in Berlin, in Brandenburg irgendwelche 10-Kilometer-Wettkämpfe. Da wäre es mir wirklich leichter gefallen, logischerweise halt hier ein bisschen mehr ans Limit zu gehen. Aber so jetzt einfach vor sich her zu laufen und alles zu geben, bin ich einfach nicht der Typ dafür. Gut, aber ich glaube, jetzt habe ich so eine grobe Orientierung, die stimmt ungefähr mit dem, was ich vorher auch dachte. Wobei die, ja, Herzfrequenz doch ein bisschen höher ist. Ich werde jetzt erstmal damit trainieren, werde mich daran orientieren und dann probieren, die Vorgaben möglichst gut einzuhalten. Und dann ja, muss man sowieso nach einem Monat nochmal schauen, ob es passt. Und dann hoffentlich habe ich auch genügend unterschiedliche Läufe, dass ich auch die Critical Power beim Stride automatisch anpasst und ich da auch gute Werte habe, was gerade so, ja, die Leistung ist, die ich so auf den Schuh drücken muss. Das bedeutet, letzte Woche war Erholungswoche und ab Montag wird es dann ernst, und dann schaue ich mal, dann ist nichts mehr so, ach ja, mache ich oder mache ich nicht. Dann sind auch erstmalig, glaube ich, 6 Läufe in der Woche, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich hatte jetzt die letzten Wochen, bis auf die jetzt Entlastungswoche,
glaube, 5 Läufe. Das fand ich schon relativ viel. Aber gut, also häufig zu trainieren, bin ich ja gewöhnt vom Triathlon-Training. Aber dann halt nur Läufe zu machen, muss ich mal schauen, wie einseitig das dann ist. Ja, das Radfahren hatte ich ja wirklich nur so auf diesen Alltagsstrecken jetzt. Und Schwimmen, ja, wie gesagt, nur vor so einem Saunagang mal 15 Minuten planschen, dass ich nicht komplett aus der Übung komme. Aber als Training würde ich das nicht bezeichnen. Ja, also eine neue Welt, in die ich dann da eintauche. Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Genau, fühle mich jetzt eigentlich gut vorbereitet fürs eigentliche Training. Also von der Kilometeranzahl bin ich in der vorletzten Woche eben auf die 58, 59 Kilometer Umfang, die ich haben wollte, gekommen. Und jetzt in der kommenden Woche sind es dann 63 Kilometer Wochenumfang. Da ist dann der Sprung jetzt nicht so groß. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann hoffe ich, dass ich einigermaßen oder möglichst verletzungsfrei da durchkomme. Ja, und probiere euch auf dem Laufenden zu halten. Und weil eine Anfrage kam, wie ist denn jetzt eigentlich oder wann kommt denn endlich das Video zur Sunto Race draußen? Das kommt auf jeden Fall noch. Ist halt immer noch mal ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach nur hier so in die Kamera rein zu quatschen, ein bisschen was zu erzählen. Da muss ich dann doch die Daten immer noch mal vergleichen und auch vom Bildmaterial gibt es da mehr zu sortieren. Aber es kommt und ja, bleibt also dran und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.